Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen Lachs-Champignon-Nudelauflauf aus dem Opti-Grill vorstellen. Und zwar mit Snacking und Baking, also der Backschale. Super lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Zutaten liegen bereit für unseren Lachs-Champignon-Nudelauflauf im Opti-Grill heute. Wir brauchen natürlich Lachs, die üblichen Portionen, die haben wahrscheinlich viele von euch im Eisfach, 225 Gramm, also 250 Gramm. Dann brauchen wir natürlich Nudeln. Die Nudeln werde ich jetzt zwischendurch, während ich die anderen Sachen vorbereite, gleich kochen. 250 Gramm, beliebige Nudeln. Ich habe jetzt hier die Röhrennudeln genommen. Ihr könnt Farfalle nehmen, ihr könnt Bandnudeln nehmen, ihr könnt sogar Spaghetti nehmen im Zweifel. Also Nudeln eurer Wahl, die ihr al dente kochen sollt. Vielleicht noch ein bisschen vor al dente sogar, damit ihr noch ein bisschen ziehen könnt. Dann brauchen wir natürlich Champignons. Hier Mengenangaben findet ihr wie immer in der Box. Wir brauchen dann für die Champignons mit zum Anbraten für den Geschmack eine Zwiebel. Und das Ganze braten wir mit ein bisschen Pflanzenöl an, 3-4 Esslöffel. Dann werden wir nachher mischen Nudeln und den Lachs. Und dann brauchen wir für die Soße, mit der wir das Ganze übergießen werden, hier saure Sahne, normale Sahne, Parmesan und zwei Eier und das Ganze dann ein bisschen würzen mit Pfeffer und mit Salz und mit Dill. Und dann bereite ich mal vor, damit wir weitermachen können. Alle Zutaten, die wir brauchen für Lauch-Champignon-Nudelauflauf im Opti-Grill, sind jetzt vorbereitet. So, Opti-Grill ist aufgebaut, die Schale ist drin. Und jetzt heizt ich den Opti-Grill erstmal vor, manuell. Und 1, 2, 3, hier bis er hier rot ist. Und dann warte ich, bis er sich meldet, damit er richtig heiß ist und ich hier Zwiebeln, Champignons und dann den Fisch anbraten kann. So, in der Zwischenzeit, während der Opti-Grill vorheizt, kann ich schon mal meine Eiermasse hier vorbereiten gleich, die ich brauche. Alles schon mal in einen Topf, das ist ja nicht so schwierig. Und auch schon mal die beiden Eier. Und dann würze ich hinterher noch und der Parmesan. So. So, die Masse ist ja schon mal vorbereitet und dann ist sie fertig, damit wir sie nachher über die Nudel, Fisch und Pilzmasse gießen können. Und die würze ich jetzt noch mit Pfeffer und Salz. Salz zurückhalten wegen Parmesan, aber auf jeden Fall mit Pfeffer. So. Ein wenig Salz auch noch. So. So, fertig. So, Opti-Grill hat sich gemeldet, wie immer so nach 6 Minuten, so lange dauert es mal bei mir. Jetzt gebe ich zunächst das Öl in den Opti-Grill und dann die Zwiebeln. Ihr hört das schon. Ja, ist auch ein Stich. Heiß genug. Und auch gleich die Champignons dazu. Und das Ganze lasse ich jetzt so 5 Minuten. Länger brauchen die Pilze auf keinen Fall. Schmoren. So, 5 Minuten sind vorbei, das reicht. Na? Man sieht also hier schon, Pilze gut Wasser gezogen haben. Und jetzt geben wir auch den Lachs dazu. Und auch den lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel nochmal so 5 Minuten dünsten, braten. Viel länger braucht der Lachs nicht, denn der kommt ja nachher sowieso noch in die Masse und wird da noch weitergebracht.
So, nach 3 Minuten kommen wir rein. Ja, da seht ihr schon, der Lachs hier ist schon fertig. Das erkennt man bei Lachs immer daran, wenn das Eiweiß austritt hier, was ihr hier seht, ne, diese weißen Stellen, dann ist der Lachs eigentlich gut. Und viel mehr brauchen wir auch nicht mehr. So, ich sagte ja schon, ich mache es immer so, dass ich bei solchen Nudelgerichten, die wieder zurückgehen in die Pfanne, die in einem Behälter mische, also hier in einer Schüssel, weil man sonst erfahrungsgemäß die Hälfte immer verkippt und hier beim Rühren alles runterschmeißt. Also ich nehme das jetzt raus und mische jetzt das hier mit den Nudeln. Das mache ich unter anderem deshalb, damit sich die Masse ein bisschen abkühlt und nicht gleich unsere Eiermasse, wenn ich sie drüber gebe, sofort gerinnt und wir hier die Nudeln und den Lachs und die Pilze mit den Zwiebeln gut gemischt haben. So, jetzt mischen wir das Ganze durch. So, das war's auch schon. Und dann können wir auch die Nudelmasse schon wieder zurückgeben in die Backschale. Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, dann müsste die Masse ziemlich genau in die Form gehen. So 250 Gramm Nudeln, das geht immer ganz gut. So, und es ging alles sehr schnell, da kann man nicht meckern. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und jetzt gießen wir unsere Eiermasse über die Form. Und ich lockere jetzt nur noch mal ein bisschen die Nudeln auf, damit die Eiermasse auch wirklich reinläuft hier in die Nudeln und sich schön verbindet. Ihr seht, das sieht auch gut aus hier mit dem Dill. Das ist auch genau die richtige Konsistenz hier, die Soße. So, vorletzter Schritt. Jetzt bestreuen wir unseren Lachs Champignon Nudelauflauf noch mit dem Gouda. Ich habe jetzt hier 100 Gramm genommen, auch das ist ein ganz guter Erfahrungswert, so um die 100 Gramm für diese Fläche hier ist immer ganz gut. Wie immer möchte ich keine geschlossene Käsedecke oben drauf haben, sondern ich möchte, dass der oben noch ein bisschen brutzelt, aber nicht so eine Decke drauf hat. Deswegen drücke ich immer noch so den Käse so ein bisschen ein. Und das war's. Dann schließe ich den Opti-Grill wieder, mache ihn wieder an. Und die Masse soll ja ein bisschen stocken jetzt. Und deswegen nehme ich jetzt nicht volle Pulle, sondern ich mache nur erstmal zweimal. Also drücke zweimal manuell und mache jetzt an und dann schaue ich zwischendurch mal. Spätestens nach 20 Minuten sollte der Auflauf eigentlich fertig sein. Wenn nicht, legen wir noch ein bisschen nach, aber dann schaue ich zwischendurch mal nach den ersten 10 Minuten rein und dann gucken wir, wie wir weitermachen. So, der Opti-Grill war jetzt etwas mehr als 20 Minuten noch dabei. In Stufe Orange bei mir, also zweite Stufe, die vorletzte, nicht die heißeste, und das sieht alles ziemlich gut aus. Ich mache mal auf. Wow, das sieht in der Tat wirklich lecker aus. Und ich glaube, da braucht man nicht mehr viel. Der ist fertig. Oh ja, der ist auch hier crunchy oben. Ja. Der wird auch nicht so verbrennt. Das reicht auch. Der Käse ist überbacken, gut geschmolzen.
Das heißt, der Opti-Grill kann aus und jetzt lassen wir das gute Stück mal auskühlen und danach probieren wir mal und schauen, ob es geklappt hat. Ja, Auflauf ist jetzt ein bisschen abgekühlt, so 10 Minuten knapp, sollte man sich jetzt nicht mehr den Mund verbrennen und dann ich mal schauen, ob es geklappt hat. Hier oben ist er jedenfalls schon wunderbar fest. Und wie immer bei der Snacking und Baking brennt nichts an. Wunderbar. Ja, das sieht schon mal gut aus. Optisch gelungen. Er ist schön fest geworden. Er ist oben, ihr könnt es hören, crunchy, Geschmacksprobe, klasse. Richtig gewürzt, toller Geschmack, genau richtig, nicht trocken, aber fest. Bisschen mehr Salz, möglicherweise, aber ansonsten wirklich toller Geschmack, schmeckt klasse nach Lachs, nach Pilzen noch. Also ich bin wirklich zufrieden, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.